Aber wissen Sie was? Eines haben sie nicht. Sie hatten keine Keller. Und wissen Sie, was sie gemacht haben? Die haben in die einzelnen Brücken Pfeiler, wie Sie hier sehen, Kellerräume eingebaut. Sie haben also fein ausgemauert diese Pfeiler innen und ganz tolle Keller geschaffen. Und so hat er, also man kann also vom Haus hinunter in die Keller steigen, auch zum Teil von der Seite. Und so war dieses Problem gelöst. Und wir gehen ja dann an so einem Haus vorbei. Und wer möchte, kann dann mal zu einem Keller schauen. Kostenfrei im Haus der Stiftung. Sie gehen noch mal kurz hier ran. So, wie wir eben erfahren haben, wurde diese Furt über die Gera durch diese Kramerbrücke ersetzt. Und interessant war, dass hier in diesen Säulen die Keller eingebaut worden sind, damit man auch Kellerräume hatte, um die Waren abzustellen bzw. auch Lebensmittel kühl zu halten. Hier sehen wir auch einen markanten Punkt in Erfurt, und zwar das Technische Denkmal und Museum mit einem alten Mühlenrad. Und an dieser Gera waren auch viele Mühlen, die die Wasserkraft des Flusses ausgenutzt haben. Hier einen Blick zurück in Richtung Fischmark, und hier geht es in Richtung Anger. Das Zentrum von Erfurt, sogenannte Anger, das waren früher Weideplätze oder Wiesenplätze mit Brunnen. Und hier sehen wir herrliche Gebäude, die eben daraus resultieren, dass man hier keine großen Bombenangriffe hatte. Wie wir gehört haben, gab es in der Blütezeit über 40 Kirchen, jetzt sind es nur über 20, wobei noch 10 Türme stehen. Hier auch am Anger sehen wir ein modernes Gebäude, was eigentlich gar nicht für oder zu dem Baustil passt. Hier einen Blick in eine andere Straße, und direkt vor uns auf der linken Seite ist das Kunstmuseum. Wir haben hier von dem zentralen Punkt insgesamt 1, 2, 3, 4 Straßen, die sich sternenförmig in alle Richtungen ausdehnen. Und da hinten, da steht auch Anger. Das ist ein traditionelles Kaufhaus von Karstadt. Wir sind jetzt von dem Anger die Straße lang gegangen, die Anger heißt. Und ich stehe direkt hier an der... Ja, auf jeden Fall. Jetzt ein Blick zurück hier, und diese Straße heißt hier, ja, ich habe es ja eben noch gesehen, die Straße hier rein, das ist die Grafengasse. Wir wollen uns jetzt auf den Weg machen zu der Büßerkirche. Nun sind wir in der evangelischen Predigerkirche, die uns die Reiseführerin gestern zu besuchen empfohlen hat. Hier einen Blick auf den Hauptaltar. Momentan spielt die Orgel. Und hier einmal ein kleiner Rundblick innerhalb der Kirche vom Haupteingang aus gesehen. Sie ist also eine der über 20 Kirchen, die immer noch in
Erfurt zu finden sind. Luther hat ja hier, wie er selbst behauptet hat, seine besten Jahre in Erfurt verbracht. Erfurt hat eine interessante und imponierende Entwicklung und eine Übersicht über die Geschichte dieser Stadt ist faszinierend. Wir sind sehr angenehm überrascht und freuen uns, hier unser Semestertreffen im Jahre 2016 gemacht zu haben. Jetzt stehen wir vor der großen Freitreppe mit den vielen Stufen, die hinaufführt zu dem Dom auf der linken Seite und zur katholischen Kirche auf der rechten Seite. Ein Blick von dem Haupteingang des Domes hinunter in die Stadt Erfurt, die nun vollkommen von einem Dauerregen überrascht worden ist. Nachdem wir gestern so herrliches Wetter hatten, hat sich die Situation leider zu Ungunsten verändert.